Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinen Jahresfavoriten. Einige warten sicherlich schon darauf. Ich bin selbst noch so überrascht, was eigentlich meine Favoriten sind. Ich habe ein paar Videos von mir selber mal angeguckt, aber im Großen und Ganzen bin ich einfach meine Schubladen durchgegangen, habe gedacht, ach, das hat mich gecatcht, stimmt das und das. Und so ist es dann zusammengekommen. Ich denke, dass ich erst mit der Base anfange. Als Primer. Sehe ich gerade, habe ich vergessen, was rauszusuchen. Es fängt schon gut an, oder? Als Primer hat mir super gut gefallen. Der hier. You Better Work Proof Primer, den finde ich richtig, richtig gut. Ich finde, der hinterlässt so eine Feuchtigkeit auf dem Gesicht, macht wirklich was aus. Nicht unbedingt, dass das Make-up länger hält. Das habe ich nicht. Ich habe eh keine Schwierigkeiten. Bei 100 Grad in der Sonne schminke ich mich meistens eh nicht so extrem. Aber alles so, das macht ein schönes Hautbild irgendwie. Der hat mich wirklich gecatcht und den habe ich in dreifacher Ausführung. Ich habe ihn auch 2019 leer gemacht. Also die Favoriten sind von 2019 natürlich. Mag ich nach wie vor und bin ganz froh, dass ich noch Backups habe. Dann gucke ich gerade mal so meine Aufbrauchkiste. Ja, das war so der Primer, der mich überrascht hat, den ich auch nachkaufen würde, weil Preis-Leistungs-Verhältnis ja einfach stimmt. Welchen ich auch gut fand, war der von Love. Den habe ich jetzt so Ende des Jahres so benutzt. Der hat einen leichten Glow. Der ist auch fast aufgebraucht jetzt. Ich versuche so die letzten Reste rauszuholen. Er hat auch Feuchtigkeit gespendet. Ich würde sagen, dass das eher so eine Tagespflege mit Schimmer ist. Wirklich, wirklich toll. Hat mir auch gut gefallen. Aber ich sehe keinen Unterschied an Primern, wenn es darum geht, dass sich richtig irgendwie was sich verändert in meinem Gesicht. Deswegen wandern wir rüber zu Foundation. Mich hat gecatcht einer der teureren Foundation. Einmal die Dior Nude Air Foundation. Und zwar ist das so eine ganz, ganz leichte. Mit einer, ja, ich würde schon sagen, höheren Deckkraft. Ist ähnlich wie die Catrice HD Liquid Camouflage. Im Sommer hat es mir einfach den. Es hat so ein samtiges Finish irgendwie hinterlassen. Wirklich toll. Ich würde sie auch eher im Sommer tendieren zu benutzen. A, weil sie in der 0,20 ist und mir leicht, könnte leicht zu dunkel sein. Der Duft ist ganz angenehm. Sie macht wirklich so, ich habe richtig einen Effekt. Es sah richtig, richtig wunderbar auf meiner Haut aus. Und es hat mir super gut gefallen. Und ich habe das immer zu besonderen Anlässen benutzt. Und das würde ich auch weiterhin so machen, damit sie nicht zu so schnell leer geht. Weil 50, glaube ich, 50 Euro dafür zu bezahlen, ist schon Heavy Metal. Dann habe ich noch ganz viele günstige Foundation. Achso, nee. Noch eine teure. Und zwar ist das die Estée Lauder Cool Bone 1C1. Das ist meine perfekte Farbe von Estée Lauder. Ich liebe diese Foundation. Ich benutze sie super gerne. Aber ich merke, im Winter ist sie einfach nix. Deswegen wird sie jetzt auch bis zum Sommer, also was heißt bis zum Sommer? Frühling zum Beispiel oder Herbst wäre das eine Foundation für mich. Aber so richtig im tiefen Winter merke ich schon, dass es zu hohe Deckkraft ist für mich und muss ich nicht unbedingt benutzen. Aber die war auch so eine neue Errungenschaft 2019 und habe ich auch gefeiert und werde ich auch weiterhin benutzen und eventuell auch in der 1C1 Cool Bone nachkaufen. Dann habe ich noch drei günstige Foundations, die mich gecatcht haben und noch eine vierte. Und zwar. Okay, Reval de Loop Natural Lift Make-up und zwar dieses hier. Wenn ich das benutze, sieht mein Gesicht einfach so genährt aus. Es sieht so frisch aus. Ich strahle von innen, ja, ohne dass ich irgendwas machen muss. Die ist etwas dickflüssiger, also von der Konsistenz her, lässt sich aber auch super, super verblenden. Das Problem, finde ich, an ihr ist der Duft. Das riecht nach irgendwas nicht so angenehm. Aber darüber kann ich hinwegsehen, weil es einfach für den Preis für 3,50 € und hinterlässt wirklich ein richtig, richtig tolles Hautbild.
Die ist aber auch eher was für jetzt, würde ich sagen. Im Sommer ist sie mir ein bisschen zu glitschig dann. Also dann brauche ich schon irgendwas Mattierendes, eher was Leichteres wie die Nude, wie die Air Skin von Nude Air Foundation oder wie diese hier. Die ist auch super dünnflüssig, aber hat auch eine mittlere Deckkraft. Was ich brauche, nicht die höchste Deckkraft. Ich arbeite eh mit Puder und Concealer und sowas. Von daher kann ich euch die auch empfehlen. Das ist die Fit Me Matte and Poreless. Ich habe eine ölige Haut in der T-Zone, bin aber eher hier relativ trocken. Liebe sie. Das ist auch ein Favorit. Nicht unbedingt in der Tube. Im Pumpspender wird sie mir mehr gefallen, aber liebe ich auch. Und eine, die mich auch gecatcht hat, war die Elf Foundation. Und zwar in der Farbe Porcelain. Die hat mir sehr gut gefallen. Der Duft war auch so chemisch. Der Duft hier riecht nach Lackfarbe. Sie hat aber ein ganz, ganz tolles Finish hinterlassen. Habe ich auch sehr gefeiert 2019 und würde ich mir trotzdem nachkaufen wegen dem Finish. Ich habe mal eine Zeit lang gesagt, ich würde sie mir nicht nachkaufen, aber wenn ich was Besseres finde, natürlich nicht. Ich würde jetzt einfach bei der Maybelline oder Natural Lift Make-up für 3,50 € bleiben, minus die 10%. Na, da ist man schon fast schon geschenkt. Und hier ist es der Duft. Egal wie viel ich mit irgendwas mische, der Duft bleibt und der hängt auch in dieser Flasche drin. Und ich finde, dass das ein bisschen so ein Dupe sein könnte zu der Estée Lauder Double Wear. Von der Deckkraft her, von dem Finish her und sowas. Entweder habe ich sehr, sehr deckende Foundations oder habe eher so leichte, so wie dieses hier gerne getragen, Fresh and Fit Awake Make-up. Ich weiß nicht, ob es noch im Sortiment bleibt oder nicht. Ich mag das. Ich renne dem jetzt auch nicht hinterher. Es ist jetzt nicht mein heiliger Gral. Es ist eine tolle Foundation. Ich werde sie weiterhin leer machen. Ich habe noch ein paar Pullen davon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, jetzt ist es raus. Jetzt muss ich mir 25.000 Backups holen, weil irgendwie muss man dann weiter gucken. Aber es ist eine wunderbare, auch leichte, ja, zwar so pastös, aber auch eher so leicht und Feuchtigkeit spenden. Da ist der Duft wirklich frisch. Ich würde schon fast blumig sagen, aber ich bin eh gerade ein bisschen geruchsempfindlich und gibt halt irgendwie so ein frisches Finish. Wisst ihr, was ich meine? Man ist nicht ganz so glänzend, aber man ist auch nicht todesmatt. Ja, manchmal mag ich diese Texturen sehr gerne, aber ich bevorzuge doch eher auch Puder. Dann habe ich Concealer. Einen, das ist mein Liebster, der Catrice Camouflage Concealer. Ich habe viele getestet, aber keiner kann mich so beeindrucken wie der Catrice Camouflage Concealer. Für 3,50 €, glaube ich, kostet der. Er macht eine hohe Deckkraft mit einem dünnen Finish. Bei mir trocknet auch nichts ein. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und ich kann ihn euch einfach wärmstens mal ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht ausgetestet habt, mal einfach einen mitzunehmen. Die haben auch eine größere Range. Auch im Internet, glaube ich, gibt es noch eine größere Range. Der Duft ist auch da ein bisschen speziell, aber. Wie gesagt, der Duft ist etwas, was ich als speziell sehe, was mich jetzt aber nicht unbedingt immer, solange es nicht nach diesem Klinik duftet oder wie Oma unterm Arm, kann ich damit noch leben, wenn ich einfach das perfekte Finish sehe. Ja. Und auch was Concealer technisch oder ein Brightener, habe ich den Becker 2019, glaube ich, auch gekauft. Anfang 2019, kann auch 2018 gewesen sein. Ich benutze ihn gerne. Ich vergesse es nur und ich würde mir definitiv die größere Variante holen, wo ich mit meinem Finger einfach rein kann. Denn hier gestaltet sich das sehr schwer bei dem Mini. Ich sehe aber einen Effekt, wenn ich es benutze. Und es sieht wunderschön aus. Ihr könnt auch hier, ich benutze dann so ein bisschen. Verteile das auf beiden Augen und ich verteile das nur hier, da wo man halt lilane Schatten hat. Habe ich heute vergessen, überhaupt Concealer zu benutzen, als ich mich heute Morgen mit euch fertig gemacht habe. Und es hinterlässt so einen leichten, reflektierenden Finish. Ich würde es für ölige Augenunterpartie nicht unbedingt empfehlen, weil man kann es auch ganz, ganz dünn. Also ganz, ganz dünn und vielleicht auch nicht unbedingt hier runterziehen, sondern eher so in diesem Bereich hier bleiben.
Dann sieht es auch ganz, ganz toll aus. Dann haben wir Mascara. Ich mache jetzt Mascara fertig. Ich habe drei Mascaras für mich 2019 entdeckt. Aber meine allerliebsten, zu denen ich immer wieder zurückgreifen werde, sind so diese zwei. Das sind so meine Standard-Mascaras. Ich liebe sie. Ich würde sogar die grüne bevorzugen, weil einfach das bisschen viel kleiner ist. Ich möchte sie nicht aufmachen. Das sind meine Backups. Erstmal die hier aufgebrochen sind. Einmal die LR Deluxe Mascara von LR. Schaut mal dieses Bürstchen. Ich habe es heute auch benutzt. Ich benutze es jetzt circa August, September, Oktober, sagen wir mal September, Oktober, November, Dezember, Januar. Also 4,5 Monate und ich bin sehr zufrieden mit ihr. So langsam gibt sie so die Trockenheit ab, die mir nicht ganz so gut gefällt. Ich würde sie mir jetzt auch nicht nachkaufen für den originalen Preis. Das hatte ich des Öfteren erzählt, weil ich einfach nicht einsehe, 25 €, sagen wir mal, oder auch 23 €, was sie kostet, für eine Mascara auszugeben, ne? Die mir dann ein halbes Jahr hält, weil man sollte nach so 6 Monaten, glaube ich, auch diese Mascara austauschen. Das ist eine ganz, ganz tolle Mascara. Ich danke dir, Jenny, dass ich sie austesten durfte. Und ich bin auch super glücklich und zufrieden mit ihr. Aber ich sehe halt nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben. So ein bisschen eine Variante davon ist auch diese hier. Paradise Ecstatic, die wahnsinnig schmiert. Hat ein ähnliches Bürstchen. Und die werde ich mir dann lieber nachkaufen, sage ich mal. Wobei ich eigentlich wenig Probleme mit Mascara habe. Ich kann fast jede ohne. Also, ich kann fast jede Mascara benutzen, die nicht wasserfest ist und habe einen wunderschönen Wimpernkranz. Ich habe echt wenig Schwierigkeiten davon. Ja, also die fand ich auch ganz, ganz toll. Ich habe sie einfach erst 2019 getestet und ich glaube, sie ist seit 5 Jahren schon draußen. Dann habe ich eine, die ich auch gerne benutzt habe, der Little Black One Mascara in Waterproof. Das ist so eine kleine Bürste und die habe ich gerne im Sommer benutzt und ja. Von Catrice, auch die Optik sieht ganz, ganz nett aus und ich mag einfach so kleinere Bürsten, vor allen Dingen, wenn es wasserfest ist und die hat wirklich schöne Wimpern gemacht. Ich mag keine Gummibürsten, ich mag echte Fasern, ich hasse Gummibürsten, die machen bei mir fast nichts. Wasserfeste und Gummibürsten und dann auch noch in Kombination geht gar nicht bei mir. Dann, meine Lieben, für die Augenbrauen habe ich für mich das erste halbe Jahr, sage ich mal, den Eyebrow Stylist von Catrice benutzt. Ich glaube, ich habe damals noch die 040 leer gemacht. Ich finde den relativ hart. Also wenn ich den benutze, merke ich, es geht ein bisschen weicher. Und zwar hier mit dem Art Deco, den ich im letzten halben Jahr dann für mich entdeckt habe, aber ihn seltener benutzt habe, weil ich eben andere Sachen leer machen wollte, wie den Augenbrauenstift von wie heißt das? Von Catrice. Und zwar ist das die 020 und das war das Aschige. Aschige schlechthin. Entweder haben sie die Formulierung geändert oder der Art Deco ist wirklich in der 06 der beste, den es gibt. Und zwar ist es Date with Ashton in der 020. Das ist Date with Ashton und das ist die 06 von Art Deco. Und das ist mein allerliebster Augenbrauenstift. Wenn es um Stifte geht, ist das mein allerliebster. Vor allen Dingen bin ich jetzt nicht so begeistert mit meinen Augenbrauen. Aber wenn ich euch einmal empfehlen könnte als Stift, wenn ihr wirklich einen sucht, dann den Art Deco. Der hat die perfekte Konsistenz. Er ist nicht zu weich, er ist nicht zu hart. Ihr könnt wunderschön leicht zeichnen und es sieht toll aus. Bei den Catrice gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Ich habe oftmals das Problem gehabt, dass ich ein paar Härchen mit rausgerissen habe, weil der doch irgendwie ein bisschen trockener von der Konsistenz ist. Aber den mochte ich in dem ersten halben Jahr, sage ich mal, weil ich ihn auch leer machen wollte. Dann ein Augenbrauengel, das ich auch jetzt benutzen werde, weil ich das vergessen habe. Von Essence. Ich liebe das. Das ist das Make Me Brow von Essence. Und zwar in der Farbe 1901 Blondies Brows. Ich liebe ihn. Er macht was. Er macht nicht zu viel. Ich habe aus Versehen zu viel benutzt. Er macht nicht zu viel, er hält die Augenbrauen, er hält sie jetzt nicht so bombenfest. Ist mir auch lieber, wenn ich dann mittags ein Schläfchen mache, möchte ich nicht, dass meine Wimpern so, meine Augenbrauen so verklebt sind. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Gesicht schläft? Das ist so, ja.
Er macht eine tolle, er gibt noch ein bisschen Farbe, er definiert noch ein bisschen mehr und es gefällt mir einfach wirklich gut. Wenn das so in der Kombination ist, kann ich euch auf jeden Fall mal ans Herz legen für 3 €. Dann ein Augenbrauengel, was ich so für mich entdeckt habe, war das Carbrow von Benefit. Und zwar habe ich erstmal die Mini-Version gehabt. Könnt ihr auch vielleicht mal kurz reingucken. Habt schon ordentlich aufgebraucht. Es ist sehr schwer. Was ich für mich entdeckt habe bei dieser Augenbrauenpomade ist, ich gehe da jetzt nicht rein. Ich gehe da mal mit einem anderen Pinsel rein. Ich nehme mir ein bisschen Augenbrauengel und verreibe das erstmal auf meinem Handrücken. Durch die Körperwärme wird das ein bisschen flutschiger und lässt sich einfach perfekt auftragen. Man kann wirklich kleine Härchen imitieren. Man kann wirklich gut damit arbeiten. Ich weiß auch nicht, wie Benefit jetzt zu irgendwelchen Tierversuchen oder sowas steht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit befasst. Ich kaufe meine Sachen meistens eh bei Kleiderkreisel und nicht neu neu. Also manchmal natürlich schon, da gibt es die Sachen vielleicht auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie so was für die Umwelt tue, dann tue ich das, indem ich aus zweiter Hand einkaufe. Ja, kann ja jeder sehen, wie er möchte. Auf jeden Fall ist das jetzt so ein Augenbrauen Gel. Hat auch eine ideale Farbe, ist aber relativ dunkel. Also ich finde schon etwas dunkler. Man muss das auf dem Handrücken machen, sonst gibt es nämlich manchmal so Klümpchen. Das lässt sich einfach besser verschmieren. Also falls ihr da Probleme hattet, tragt euch mal ein bisschen Augenbrauengel auf dem Handrücken aus und probiert es mal. Das funktioniert assrein und so die Kombination gefällt mir wirklich gut. So. Die ganzen Augenbrauenprodukte hier wegmachen. Dann ein Monolidschatten, den ich euch ans Herz legen kann, bevor die Sortimentsumstellung kommt und ihr sie nicht erwischen könnt, ist der hier. Ich muss sagen, ich habe noch nie so einen guten Lidschatten von Essence gehabt. Das ist die Meddled Chrome Eyeshadow. Meine Tante hat sich den geholt und sie wird bald 60. Wow. Wow. Und das ist die Farbnuance 02 Iconic. Und die können wirklich was. Also die sind so, so schön. Auch andere Farben gibt es davon. Ich glaube 7 oder 8 Stück. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Für 3 €, glaube ich, was da kostet. Ist ein absoluter Favorit. Dann kajaltechnisch habe ich Neuentdeckungen gemacht und zwar einmal zu Eva. Ich kann euch leider nicht sagen, was das für ein Farbton ist. Es ist ein Braun mit roten Partikeln. Und wenn ich das dann verschmiere, kann man das auch ganz gut sehen, denke ich. Dass es ein Braun ist mit roten Partikeln und das lässt die grünen Augen echt strahlen. Wenn ich den nochmal bei zu Eva kriegen würde, würde ich ihn tatsächlich nachkaufen. Liebe ich. Dann habe ich für mich diese Stifte hier entdeckt, aber nur an den unteren Wimpernkranz. Also nur hier so. Ich kann ihn leider nicht auf der Wasserlinie benutzen, bis auf der Silberne. Der Silberne malt auch noch auf der Wasserlinie. Sie sind wirklich wunderschön. Gibt es in zig Farben, aber leider nicht Wasser. Also Longlasting ist zu viel gesagt. Man kann damit auf dem Lid malen oder hier zum Beispiel. Man kann so ein bisschen Akzente schaffen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das für die Wasserlinie geeignet ist. Das sind diese Essence Long Lasting Eye Pencil. Rosy in Goldie ist das jetzt zum Beispiel für Akzente setzen. Ja, aber leider nicht für die Wasserlinie. Ich kann aber für den zu Eva sprechen. Den kann man auf der Wasserlinie auftragen und der ist gigantisch schön. So. Kurz Nase putzen. Ich weiß nicht, was ich schon wieder für ein Problem habe. Aber ja, dann habe ich noch für mich entdeckt die Glide-on-Eye-Pencils. So Ende des Jahres habe ich mir mal was gegönnt. Sie sind toll, sie lassen sich wirklich gut verblenden, gut auf die Wasserlinie auftragen. Jetzt hier einer stellvertretend, ihr werdet im Haul sehen, ist gigantisch. Der ist richtig cool, das ist jetzt weiß und ich liebe zum Beispiel, wenn ich ein bisschen mein grünes Auge
umrahmen möchte, ist Lila da echt optimal. Man geht einfach unten am Wimpernkranz lang, oben am Wimpernkranz verblendet das und das sieht gigantisch und die grünen Augen strahlen einfach so und er hält einfach mal locker 7 Stunden auf der Wasserlinie. Zwar nicht gleichmäßig, aber er hält. Das habe ich bei anderen Stiften nicht. Welche ich auch von Essence mochte, ich weiß gar nicht, wo die sind, diese Extreme Lasting Eye Pencils. Hier ist zum Beispiel ein beiger Kajal. Die sind auch richtig gut. Diese Gel-Formulierung, also immer wenn da stand Gel, ich glaube, das ist auch so ein Gel-Pencil, immer wenn sie so gleiten und dann antrocknen, das sind die perfekten Wasserlinien-Dinger, immer wenn da halt eben Gel drauf stand, so wie jetzt zum Beispiel, jetzt finde ich keinen einzigen, da, Gel. Eyepencil von Essence. Das waren die richtig guten, die wirklich funktioniert haben auf der Wasserlinie. Ja, der ist jetzt ein bisschen trocken geworden. Ich meine, die sind auch schon etwas älter, ne? Aber die kriegst du halt nicht vom Fleck weg. Die muss ich, glaube ich, mal ausmisten. Oder mal aufbrauchen. Keine Ahnung. So, dann habe ich stellvertretend mal Glitzer. So, ich habe teure, ich habe günstige. Ich sehe keinen Unterschied, um ehrlich zu sein. Die günstigen sind einfach hammermäßig schön. Jetzt habe ich hier zwei von W7, die ich euch absolut ans Herz legen kann. Das hat mir die JJ empfohlen. Und dann habe ich noch Heavy Metal. Wenn ich die Möglichkeit habe, von W7 die zu kaufen, würde ich sie auch kaufen, weil sie einfach 5 Euro kosten. Die Heavy Metal kosten um die 23 Euro, bin ich der Meinung, das sind sie einfach nicht wert. Ich möchte keine 23 Euro für ein bisschen Glitzer ausgeben. Also ich bin schon verrückt, aber dann doch nicht so verrückt. Schaut mal. Und ob ich jetzt nun den anderen da daneben mache, sieht man einfach keinen Unterschied. Kein Mensch würde sagen, aha, du hast Urban Decay Heavy Metal drauf oder W7 Metall Flash. Ich habe jetzt die Farbnuance hier Iridescent und einmal Glitzy. Hammer. Und hier habe ich die Farbnuance Volumen. Und also ich meine, beide Glitzer sind wunderschön. Und die benutze ich immer mal wieder, um Looks aufzupäppeln oder halt Silvester oder sowas. Man braucht sie halt nicht so oft, ne? Deswegen sind 5 Euro, wenn sie vergehen, wenn man die Hälfte nur geschafft hat, aufzubrauchen in 2 Jahren oder sowas, ist es in Ordnung. Und man kann sich davon eher trennen und mal nachkaufen, wie wenn man ein Heavy Metal, ne? Nicht aufbrauchen konnte. Dann habe ich hier einen super precise Eyeliner. Das ist mein Liebster. Der ist super, super dünn. Man kann damit wirklich ganz, ganz dünne Striche malen. Ich liebe ihn. Ist jetzt seit 2 oder 3 Jahren mein Favorit, auch mein Jahresfavorit. Und ich möchte auf ihn nicht verzichten. Ja. Dann, ich bin so ein bisschen verpeilt. Dann habe ich eine Eyeshadow Base, die ich euch absolut ans Herz legen kann. Und zwar ist die von Essence. Das ist die I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Ich muss sagen, am Schluss gefällt sie mir immer ein bisschen besser als am Anfang. Und ich werde sie auch das nächste Mal stehen lassen. So sieht die aus. Man verblendet sie und sie tut ein bisschen die Äderchen abdecken. Ein Mega-Produkt. Bei mir hält keine Eyeshadow Base so richtig auf den Lidern. Ich habe sehr ölige Lider und es nervt eigentlich. Ich bin, ach ja, es macht einen unzufrieden, wenn ein Look da nicht so klappt. Mit ihr klappt jeder Look und es hält bei mir 24 Stunden. Ich könnte noch am nächsten Tag damit auswandern gehen. Ganz, ganz toll. Ich werde sie mir nachkaufen. Ich werde sie mir, glaube ich, auch in dreifacher Ausführung nachkaufen, damit ich auch einfach auch sicher gehen kann. Ich benutze sie täglich. Ich liebe sie. Und ja. Dann habe ich ein Wimpernduo. Das mache ich auch schnell. Einmal von Essence diese Zange hier. Ich demonstriere euch, wofür das ist. Hätte ich nie gedacht, dass ich so ein Tool brauche, aber ich finde es gut. Deswegen, ich brauche noch eins. Ich habe hier eine alte Wimper.
Ich mache das da drauf, mache Wimpernkleber drauf. Der ist jetzt von Essence. Das war auch einer meiner Liebsten. Ich habe noch ein paar Backups, aber wenn die dann fertig sind, werde ich mal einen anderen Wimper probieren. Ein Wimpernkleber. Ich mache da Kleber drauf und lege das dann so auf den Tisch. Dann kann das in der Zeit trocknen, in der Zeit, wo ich die andere anpinsel. Und dann könnte ich rein theoretisch die Wimpern dann anbringen und dann, aber mache ich nicht. Ich nehme dann eine Pinzette, zum Beispiel so eine hier. Das sind so einer meiner Liebsten, wobei ich mit normalen Pinzetten eigentlich besser Wimpern auftragen kann. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine, die ich gerne benutzt habe dafür, weil ich sie einfach schon da hatte. Ganz, ganz tolles Tool, kann ich euch auch empfehlen. Kostet, glaube ich, 2 €. Und das war eben mein liebster Kleber, der aber jetzt. Ich glaube, den habe ich aussortiert, ne? Naja. Dann habe ich pudertechnisch ein paar, die mich so. Ah, genau. Ich kann noch Monolidschatten zeigen. Und zwar sind die von Make-Up Revolution. Das sind so Glitzer. Absolute Liebe. Ich liebe es einfach, mein Make-up aufzupäppeln. Ich gehe jetzt mal in dieses Rosane rein. Das habe ich noch nie benutzt. Es klappt einfach, ja. Und ich muss sagen, dass dieses Glitzer auch nicht gecreased ist. Schaut mal, wie intensiv. Also da kann Huda eigentlich mit einpacken, Koffer packen und gehen. Eigentlich sieht das aus wie ein Heavy Metal. Das ist so intensiv und so gut. Und ich habe sie in dreifacher Ausführung. Also, und ich lasse sie auch in der Verpackung, damit sie nicht eintrocknen können. Guckt mal bei Make-Up Revolution, die waren auch neulich mal im Sale. Und ich benutze sie für meine Tochter, für mich, für Fasching, für Silvester, für alle möglichen Dilemma-Looks. Ganz, ganz tolle Mono-Dinger. Kosten, glaube ich, 6 € fünf Stück. Pudertechnisch hat mich geflasht Matt and Poreless. Damit habe ich eine babyzarte Haut. Ich könnte mich als knuddeln, wenn ich dieses Puder benutze. Ich habe das zwar nicht so oft benutzt, aber wenn ich es benutzt habe, habe ich einfach einen Effekt gesehen. Ich bin ja dabei, meine Sachen aufzubrauchen. Da greife ich nicht so zu so Schubladendingern, sondern ich benutze es, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Puder eingepackt habe und das jetzt schon in den Favoriten liegt, damit ich es nicht ständig rausholen muss. Und so war das bei dem. Den habe ich immer mal wieder in meiner Kosmetiktasche gehabt, to go, und ich liebte den. Das hat ein schönes Finish hinterlassen. Richtig, richtig geil. Und dann auch richtig geil war für so richtig matt und richtig todesmatt, also richtig abmattiert, war hier das Fit Me Loose Finishing Powder. 20 Gramm waren drinne, 0,5 Fair. Gibt's in Deutschland nicht. Habe ich bei Amazon mal gefunden. Also das habe ich jetzt bei Kleiderkreise gekauft. Es ist so matt und es ist so fein gemahlen, aber so matt. Wenn ihr eine richtig ölige Haut habt und Probleme habt mit der T-Zone, wenn ihr das abmattiert, dann seid ihr erstmal 8 Stunden safe. Das ist sehr hell. Das muss ich jetzt mal auch irgendwie, ja, mit einem anderen Puder zusammentun oder sowas. Es ist sehr, sehr matt. Man kann es auch mit dem Beauty Blender einarbeiten, ne, damit es nicht ganz so matt ist, aber das hält einen wirklich ewig matt. Ich habe es immer mit dem Pinsel benutzt und immer großzügig auf meine T-Zone aufgetragen. Es hat wirklich 8 Stunden durchgehalten. Also den ganzen Arbeitstag, sagen wir mal 10, 12 Stunden, war ich matt. Dann etwas für meine Poren, das Too Faced. Das habe ich jetzt wieder. Das andere war ja schon leer. Und da gehe ich auch mit diesem Schwamm rein. Das habe ich so für mich herausgefunden. Gehe daran und presse dann das Puder an die Poren. Und dann fege ich das mit einem normalen Puder weg. Ganz, ganz tolles Puder. Ich liebe es und ich bin ganz froh, dass es wieder in meiner Sammlung ist für 2020. Und das benutze ich aber auch nicht täglich. Ich denke, dass da auch Silikone drin sind und wirklich so stabil. Es ist ihren Preis schon wert, sage ich mal. Was kostet das? Ich glaube, so um die 25, 29 € bei Douglas. Ach, sagen wir mal, 19,95 wäre es für mich auf jeden Fall. Jeden Fall wert. In der Drogerie gab es was Ähnliches und zwar das hier. Babyface, glaube ich, hieß das. Babyskin. Das war auch von der Konsistenz ähnlich. Das hat auch so eine Silikonschicht und damit geht das bestimmt auch ganz gut, dass man die Poren schließt. Das ist schon ein Dupe. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich denke nicht. War schon ewig nicht mehr im DM.
aber ganz, ganz tolles Puder. Genauso toll finde ich auch das Perfect Match. Das ist auch einer meiner Liebsten mit dem L'Oreal. Von L'Oreal und das ist von Fit Me und hat die ähnliche Konsistenz. Richtig, richtig schön. Wenn ich das benutze, habe ich auch so ein... Ich weiß es nicht. Es gibt halt nicht so viel Farbe, aber es macht so ein wunderschönes Skin Finish. Ja, es gefällt mir wirklich gut. Ich habe gesehen, es sieht ein bisschen hart hier aus. Ja, dann habe ich noch ein loses Puder. Das ist auch schon mein All-Time-Favorit. Das Manhattan Loose Powder. Ich finde auch, dass das so ein porenverschließendes Produkt ist. Und hier sind auch 20 Gramm drin. Und es kostet 6, 7 Euro. Es ist geil. Es ist geil. Man braucht nicht so viel davon. Und es sieht echt toll aus. So, ein... ich rede so viel, gell? Dann habe ich einen Lip Liner, den ich echt gefeiert habe. Das war so mein Einstieg zu den braunen Geschichten. Das ist Frappuccino. Lovely Frappuccino von Essence. Richtig geile Farbe. Wenn ich das umrandet habe und einen hellen Lippenstift benutzt habe, sah das ganz, ganz toll aus. A la so Loredana. Ich mag den Look sehr gerne. Den 90er. Ich glaube, 90er war das. Mag ich sehr gerne. Ist aber so ein bisschen... Ne? Muss man auch gucken, ob einem das so selber gefällt. Dann habe ich so stellvertretend Sally Hansen Nagellacke. Ich finde, sie haben eine ganz, ganz tolle Formulierung. Sie gehen Preis-Leistungs-Verhältnis 10 Euro. Es ist schon heftig. Hier sind aber auch reichlich Milliliter drin. Hier sind 15 Milliliter. Das ist meine liebste Farbe, wenn es um Nude geht. Und dann habe ich noch so außergewöhnliche Töne, die wirklich gigantisch schön sind. Wenn ich den drauf habe, ich kann immer aufhören, meine Fingernägel anzugucken. Ganz, ganz toll. Und am liebsten mag ich auch diese Argan-Öl-Formulierung. Gefällt mir besser. Und dann habe ich noch so Glitzer entdeckt. Für mich von Catrice. Die kam auch letztes Mal in Sortimentsumstellung rein. Und ich habe schon, ich glaube, ich habe fast alle Farben. Ich habe noch einen lilanen gekauft vor kurzem, als ich im Müller war. Den konnte ich einfach nicht stehen lassen. Und das ist jetzt die schönste Farbe, die als Nude durchgeht. Das ist schlecht gerade. Dann, okay, das hätten wir auch schon. Uiuiui. Kommen wir zu Blush und Bronzer. Als Creme-Stick fand ich den Hoola-Creme-Stick sehr, sehr toll. Und als Puder, also das ist der Creme-Stick noch, ne? Und als Puder fand ich dieses Capri Quast. Quast? Meine Englisch ist very scheiße. Das da. Das fand ich wirklich toll. Habe ich aufgebraucht 2019. Könnte ich mir auch vorstellen, nachzukaufen. Es hatte so ein semi-mattes Finish. Also er war eher so, so... Mit Schimmer, ich würde sagen, eher so ein bisschen glowy mit drinne und nicht zu matt. Und ich mag auch wirklich nicht immer so matt aussehen. Deswegen war das ein ganz, ganz tolles Produkt. Ein matter Bronzer, aber der eine Weichheit hat, der die ideale Farbe hat für helle Haut. Er ist eher so, er ist zwischen Orange, also die Rede ist von Revolution Ultra Bronze Puder Bronze, 15 Gramm sind drinne und die Farbnuance ist keine. Dieser Puder ist sehr wie so ein bisschen wie Butter, wenn man ihn anfasst. Also er verschmilzt so, er hat eine ganz, ganz tolle Konsistenz, als wäre er schon feucht, aber er ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, ob da Glycerin drin ist oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall fühlt er sich sehr gut an. Er lässt sich gut verblenden. Er gibt keine Flecken. Er hat die perfekte Farbe zwischen Orange und Aschig. Irgendwas da als Bronzer ist er ideal für mich. Und ich mochte den sehr gern. Wenn ich ihn immer benutzt habe, war ich immer zufrieden mit meinem Bronzer. Ein so Zwischenkandidat, zwischen ich liebe ihn und er geht mir auf den Sack, ist dieser von Kiko. Die Farbe sieht super aschig und super schön eigentlich aus. Wenn man ihn aber aufträgt, ich weiß es nicht, ob er dann oxidiert. Er sieht
Er hat so ein semi-mattes Finish wieder. Sieht richtig, richtig toll aus. Aber wenn man zu viel davon aufträgt, wirkt das sehr orange. Aber er gefällt mir und er ist trotzdem in meinen Favoriten, weil ich ihn sehr, sehr oft benutzt habe. Ich war ja so motiviert, das Ding aufzubauen, dann habe ich es aufgegeben. Nein, weil ich ihn so gerne mochte, habe ich ihn auch gut benutzt. Er ist schon, die Hälfte war schon kaputt, aber wie oft habe ich jetzt, aber wir können ja ein Trinkspiel draus machen. Doch mochte ich ihn sehr gerne. Trotz dass er seine Manko und ab und zu habe ich dann gesehen, oh nein, gab einen Fleck oder sowas. Aber war dann so. Dann habe ich noch Blushes und zwar Blush-technisch, Blush-Element von Love. So gebackene Blushes sind meine allerliebsten. Zum Beispiel habe ich hier die 010. Wenn ich den, den muss ich echt mal öfters benutzen. Die sind nicht so trocken. Dann habe ich noch Blush Element 030. Die sind nicht so trocken und ich würde mir tatsächlich noch weitere, das ist so meine Lieblingsfarbe davon, so weitere Blushes angucken. Die sind wirklich zart und betonen nichts und man ist einfach wirklich und wenn man So. sie aufträgt, ist man einfach, ja, strahlend. Gott, ich bin schon 30 Minuten am Film. Als Highlighter, ein einzelner Highlighter hat mich der Amrissi am meisten überrascht. Ich mag Gold-Finishes, Silber-Finishes. Zu kühle Highlighter mag ich nicht so. Ich mag auch keine gelben. Das hier ist so von der Textur her. Es ist ein zwischen Gold und Silber. Aber er geht doch eher so in die goldene Richtung. Und ich mag das wirklich gerne. Also ich mag den Amrise. Ich greife wirklich gerne zu ihm. Es ist ein tolles Produkt und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Unglaublich, dass mein Sohn immer noch schläft. Gucken wir mal, was alles hier wasserfest ist. Also die Kajalstifte, der Lip Liner hält noch, das wasserfeste Teil hier und das da von Essence. Das ist wirklich richtig schwierig abzubekommen. Ja, den Amrise mag ich wirklich gerne. Leider kann man den, glaube ich, nicht mehr kaufen. Ein ganz, ganz tolles Produkt und ich finde auch schade, dass sie ihn als Limited Edition gemacht haben. Hätten sie ihn bloß ein Standardsortiment. Bei so tollen Produkten verstehe ich nicht, warum man alles limitiert machen muss. Dann habe ich für euch, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wenn, dann werdet ihr das sicherlich in irgendeinem anderen Favoriten sehen. Ich habe für mich einen Duft entdeckt und zwar habe ich mir das nachgekauft. Das ist Me, My Life, My Parfüm, Hugo Boss. Sense. Das ist jetzt so die günstige Variante. Ihr seht, ich habe es gut aufgebraucht. Ich mag den Duft wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich mir 100 Milliliter das Original geholt. Das war so der Anreiz, das eigentlich leer zu machen und dann zu kaufen. Aber ich konnte bei dem Angebot nicht widerstehen. Dann kommen wir zu drei Flop-Produkten. Zum einen Avon. Avon. Ja, dieser Lippenstift. Egal wie lange er hält, Leute. Er klebt unfassbar. Der kommt, ich weiß nicht. Power Stay 16 Stunden. Ja, er hält lang. Aber was bringt es mir, wenn meine Lippen so aneinander kleben? Die Farbe ist gigantisch schön. Übrigens ist es die Farbe Resident Red. Aber er klebt. Er klebt unfassbar und es gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihn auftragen soll. Keine Ahnung. Wie ich ihn auftragen soll, ohne dass er, Entschuldigung, wie er auftragen soll, ohne dass er nicht klebt. Also keine Ahnung, bei mir funktioniert es nicht. Flop. Flop des Jahres 2019. Ich habe noch nie so einen klebrigen Stift gehabt. Wenn ich so gemacht habe, sind Hautfetzen mit abgekommen, weil der so extrem geklebt hat. Vielleicht habe ich auch ein Montagsprodukt, aber ich kann mir das nicht, ja, keine Ahnung, so eben. Mensch, jetzt kriege ich Anfälle. Joy Powder Highlighter in Rosé Gold. Ich mag die Farbe einfach nicht. Es hat für mich nichts mit Rosé Gold zu tun. Im Endeffekt sieht man nur dieses Gold, wenn man das verblendet. Also nur dieses Gelb. Gelb und Glitzer. Wer macht Glitzer rein in Highlighter? Und warum hat man mir das vorher nicht gesagt, dass da Glitzer drin ist? Ich bin nicht damit zufrieden. Ich bin froh, wenn dieser kleine Scheißerchen mit 2 Gramm leer ist und ich brauche sehr, sehr lange dafür. Ich brauche ewig irgendwie dafür und 3 Tage, um das hier aufzubrauchen. Man kann ja nicht schaden, wenn man ein bisschen mehr benutzt. Mag ich gar nicht.
Und dann diesen Liquid Ink Matte Eyeliner, der gibt so komische Fäden. Der geht irgendwie so im Ganzen weg, keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Bin ich nicht mit zufrieden. Möchte ich mir nicht mehr nachkaufen. Okay. Jetzt können wir eigentlich weitermachen mit Paletten, Gesichtspaletten. Überrascht hat mich hier Love. Ganz, 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 ganz große Liebe. Wenn es um Highlighter geht, kann ich euch diese Love The Glorious, glaube ich, heißen die. The Glorious Highlighting Bronzing Palette empfehlen. Die geben einen wirklichen Wumms, wenn man möchte. Ab. Von der Farbe her für mich auch eher passender. Und ich kann euch die 010 Rose Addict empfehlen. Und dann habe ich noch davon 020 Gold. Keine Ahnung. Gold Attraktion oder so? Ja, auf jeden Fall ist es das hier. Und da liebe ich den hier. Der ist wirklich wunderschön. Der kommt dem Amrisi von der Farbe her sehr nah. Aber er ist lange noch nicht so schön wie der Amrisi. Ich liebe diese Glorious Paletten und ich habe sie nicht aussortiert, obwohl ich viele Face Paletten mich gelöst habe, weil ich einfach nicht so viel brauche, ne? Wir wissen alle. Und wenn es um richtig günstig Budget geht, der hier. Und den wollte ich mal kurz mit dem Amrisi vergleichen, weil von der Farbe her könnte das schon was sein. Also das ist Amrisi und Reval de Luxe Strobing. Man sieht schon alleine von Finish her, das ist Amrisi und das ist der von Reval de Luxe. Reval de Luxe und Amrisi. Aber farbtechnisch sehen sie sehr, sehr ähnlich aus. Das ist Amrisi und das ist Reval de Luxe. Und die Rede ist von Strobing Palette von Reval de Luxe. Ich mag es ja wirklich gerne. Ich benutze auch das Blush gerne und ich benutze den goldenen Highlighter einfach lieber. Ich bin eher so ein goldenes Mädchen, eher so gelb. Und ja, wenn man wirklich was Günstiges auf Reisen mitnehmen möchte und dem Amrisi gerne mag, kann man zu dem greifen. Ganz, ganz tolle Paletten. Ich krieg gleich einen Anfall. Warum? Warum kann ich das Video nicht einfach zu Ende machen? Und wenn wir so in der Richtung sind, richtig geil, ist diese Palette richtig geil. Die gibt es auch in groß. Die ist von BH Cosmetics. Ich habe sie mir jetzt einfach in klein rausgesucht, weil ich sie einfach ja öfters benutzt habe als die große. Ich bin eher dieses Mädchen, die kompakteren Formate einfach lieber mag. Das ist die Spotlight Petite Highlighter Palette. Sind genau dieselben Farben da. Und da habe ich ausschließlich, also ich habe fast alle benutzt, außer Allure. Also des Öfteren alle bis auf den hier, obwohl der wirklich sehr. Und die hauen rein. Ich kann euch sagen, die hauen euch weg. Die sind wirklich gigantisch schön. Vom Finish her kommen die eher an Anastasia Beverly Hills dran. Die sind wirklich intensiv. Ich mag aber dieses kleine Format lieber, habe aber auch noch die große, glaube ich, da. Dann zwei Paletten fürs Gesicht. Einmal habe ich hier die Sun Deep. Die kann ich euch zum Beispiel empfehlen für den Sommer. Sie ist eher dunkler. Ich kann alle Töne benutzen, bis auf den hier. Den kann ich nur benutzen, wenn ich wirklich richtig gebräunt bin. Und dann eher so als ja, Topper. Der hat wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Und die sind wirklich intensiv. Ich liebe die Anastasia Beverly Hills Highlighter Kits. Dead Glow habe ich noch. Und Dead Glow ist optimal für den Herbst, Winter. Also wenn man noch ein bisschen heller ist, da ist das hier. Man kann diese gut benutzen. Genau, so sieht es aus. Und augentechnisch, ich muss sagen, ich habe so überlegt, was hat mich denn so gecatcht das ganze Jahr über. Ich habe angefangen, also allgemein, ich habe 2018 erst angefangen, High-End zu kaufen, richtig High-End. Bis dato hatte ich nur eine Palette und jetzt besitze ich fast ausschließlich High-End. Manchmal kommt noch eine Drogerie vorbei, aber ich merke den Unterschied und ich merke einfach, wie gut sie sind. Ich merke es einfach. Zum Beispiel habe ich hier Dose of Colors und zwar diese schimmernden Töne, ne? Das ist unbeschreiblich, wie wunderschön dieser Ton ist.
Also alleine deswegen muss ich diese Palette behalten. Auch die Matten sind toll, aber wenn ich mir das hier angucke, das ist für mich Qualität. Und das habe ich auch auf dem Auge. Ich habe jetzt nicht so oft zu ihr gegriffen, sage ich mal, weil ich nicht jedes Mal blau tragen möchte. Aber auch dieses Grün, ja, das hat für mich Qualität, wirklich Qualität. Ich meine, es kostet 40 Euro, ich glaube 40 oder 50. Hammerpalette, wirklich Hammerpalette. Man kann neutrale Looks machen und man kann richtig auf die Scheiße hauen. Dann habe ich zum Beispiel noch bunte Paletten, die ich euch empfehlen kann, sind diese hier. Das habe ich Anfang des Jahres immer meine Projekte mit den Mädels gemacht, um einfach verschiedene Looks zu zaubern. Das waren wirklich meine Helfer. Ich hatte keine anderen bunten Paletten so richtig, sondern habe immer dazu gegriffen. Die ist jetzt zum Beispiel die Make to Brazil Rio Edition, ist schimmernd komplett. Und die Brasil Edition normal ist einfach, hat 35 Mini-Lidschatten, sage ich mal, in kleinem Format. Wer braucht schon ein riesen Pen davon? Und die sind überwiegend matt, aber auch semi-matt. Und man kann wirklich ganz, ganz tolle Looks zaubern. Und wenn ihr wirklich eine Palette haben wollt, wo ihr einfach bunte Lidschatten habt, dann kann ich euch diese empfehlen. Diese zwei kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr eine intensive Palette haben wollt, es ist so mein Favorit gewesen. Ich habe hier richtig tolle Nude-Geschichte, aber ich kann auch Farbe mit auftragen und sie sind wirklich gut pigmentiert. Ich weiß nicht, ob das so, wie heißen die, gepresste Pigmente sind. Ich habe mich da nicht informiert. Aber ich habe sie benutzt und sie hat mich einfach überzeugt. Von daher, das ist auch einer der Nude-Paletten mit Eye-Catch drin. Oder Catch-Eye. Eye-Ketchup. Ja, das ist von Luna Beauty. Und ich mag die sehr gerne. Dann habe ich eine Palette, bei der ich immer noch nicht genau weiß, ob ich sie wirklich behalten soll oder nicht. Mir gefällt es, dass Natasha Denona natürlich das Format geändert hat. 28 Lidschatten. Ich glaube, es sind 28 Ja, auf jeden Fall kleinere Fännchen gemacht hat und verschiedene Dinge. Das ist für mich ein tolles, tolles, tolles Teil. Hier gibt es wirklich verschiedene Farben. Sie sind gigantisch schön. Aber ich würde mir für diese Palette kein Bein rausreißen. Ich glaube auch, dass ich mich von ihr trenne. Natasha Denona ist schon ein Favorit geworden, ja. Aber ich glaube, dass er nicht. Ich finde, manchmal ist es sehr schwierig, mit ihr zu arbeiten. Sie creasen. Da möchte ich nur eine Besonderheit haben. Die werde ich auch abgeben. Vielleicht weiß ja jemand, wer was haben wollte. Und ein Favorit absolut aus der Drogerie zur Drogeriepaletten Marvin. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Alltagspalette mit ganz vielen matten Tönen, aber auch Schimmertöne, Highlighter. Für Highlighter ist mir manchmal zu intensiv, also so intensiv, dass man ja bis zum Mond strahlt mit Farbe. Und dann habe ich noch einen wunderbaren Schatz. Die Packungen sind furchtbar. Reden wir nicht drüber. Die Packungen sind echt furchtbar. Ich habe sie nicht so lange und sie sieht schon so intensiv aus. Ja, und bei mir ist die Verpackung auch ein bisschen kaputt gegangen. Die Alice Marie Palette. Alle, die es nicht haben, holt euch die. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Die matten Töne, tolle Alltagslooks. Also man kann ganz, ganz tolle Alltagslooks damit machen. Matte Lidschatten oder halt eben ein bisschen mehr. Und das sind Duochroms. Also zwei Farben in einem. Wenn ihr eine Unterlage macht, dann habt ihr ein anderes Finish, also eine andere Farbe. Drogerietechnisch mag ich auch diese Palette, die habe ich jetzt noch von diesen Revolution am allermeisten aufgehoben, sage ich mal, um euch auch was zu bieten als Drogerie. Ich hebe jetzt nicht alles auf, was mir nicht gefällt, nur um euch was zu zeigen. Ich meine, irgendwo muss man Abstriche machen, wo so viele.
Also mir schenkt auch keiner Preis an der Wohnung, damit ich mir ein zweites Zimmer zulegen kann, damit ich meine Schminke aufbewahren kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ein normales Mädchen, eine normale Frau, die ihr Hobby auslebt, aber nicht nur YouTube. Ne? Deswegen mochte ich diese hier, Velvet Rose. Und daraufhin habe ich mir auch die Anastasia Beverly Hills Soft Glam geholt. Und ich liebe die Soft Glam. Sie ist nicht in meinen Jahresfavoriten, weil ich, dafür habe ich sie einfach zu selten auch dazu gegriffen. Aber wenn, war ich immer zufrieden. Immer. Dann haben wir von Revolution Pro zwei Paletten. Einmal ist es Earth and Stone. Absolute geile Liebe. Alleine nur für diese vier Lidschatten. Ich würde die Natasha Denona, wie gesagt, nicht traurig abgeben, sondern weil hier einfach gigantische Farben sind und ich lieber die benutze. Darauf, das kostet 12 Euro. 12, 12, ich glaube 12. Und dann habe ich Night and Day und da habe ich auch angefangen mit Blau zu spielen, als ich diese zwei Töne. Und auch da, ich bin nur hinter diesen vier Tönen her. Alles andere, ich brauche es nicht. Können wir bitte darüber reden, wie intensiv dieses Blau ist? Und auch dieses Weiß hier mit diesem blauen Schimmer. Einfach absolute Liebe. Ich liebe diese Palette nicht. Greife wirklich oft dazu, um einfach ein Highlight zu setzen. Auch dieses Grau mit Glitzer ist zum Beispiel super schön, wenn man es alleine aufträgt und sowas. Also ich werde mir die weitere davon angucken, ja. Aber im Moment muss ich ein bisschen low machen, weil ich einfach zu Weihnachten sehr, sehr viel mir gegönnt habe. Und deswegen einfach, ja, der Haul ist noch nicht abgedreht oder sowas. Aber ja, man muss auch schauen. Auch, also mein absoluter Natasha Denona Favorit ist die Goldpalette. Ich liebe sie. Sie ist einer der schlichtesten. Ich kann damit alles machen. Palette, ich kann damit nude. Ich kann ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich greife super gern zu ihr, wenn ich auch so. So grüne Looks, so Anthrazit. Ich liebe, dass dieses, nicht Anthrazit, es ist ein Petrol. Ich liebe diese Palette, die hat wirklich tolle Finishes. Letztes Mal habe ich euch einen Look dazu geschminkt, mit meinen Favoriten. Ich konnte natürlich nicht alles aufs Gesicht klatschen, das versteht ihr. Aber ich werde es euch mal im i verlinken und auch unten in der Infobox mal, wenn ich das Video online stelle. Denn dieser Look ist wirklich fantastisch. Also es ist einfach toll. Es ist einfach, ich liebe sie. Sie ist wirklich ihr Geld wert. Die ist ihr Geld wert. Alle anderen würde ich sagen, pff, nicht unbedingt. Aber ich werde auch noch eine Review versuchen abzugeben. So eine gesamte Review über meine Natasha Denona Produkte, weil da sind einige dazugekommen. Auch nicht so richtig verstanden habe ich dieses System hier. Ich kann mich noch nicht damit anfreunden. Es ist eine schöne Palette, ja. Aber es ist so extravagant, dass ich gar nicht weiß, wann ich die benutzen soll. Diese Palette hier, das ist die Sunrise Palette. Auch die werde ich wahrscheinlich abgeben. Ein Ton, den ich hier habe, den liebe ich wirklich sehr. Das ist ein lila Ton. Also eigentlich ist das ein Finishing-Ton. Schaut mal, da ist dieses Lila. Und das Lila habe ich in einer anderen Natasha Denona Palette. Von daher kann ich sie guten Gewissens auch abgeben. Es sind jetzt, ja, es sind rote, pinke Töne dabei, aber die habe ich auch in anderen Paletten. Deswegen sind das zwei Natasha Denona Paletten, die mich auch verlassen werden. Und höchstwahrscheinlich auch die Star. Also es liegt nicht daran, dass die Paletten schlecht sind oder sowas. Aber ich bin halt jemand. Ich greife zu teuren, so teuren Paletten so, so selten, weil ich einfach irgendwie denke, ja, so viel. Auch dieses, ich weiß nicht, in was ich das in welche Kategorie ich das bringen soll. Wollte ich aussortieren, weil ich einfach den Sinn nicht dran verstanden habe. Bitte steinigt mich nicht, bitte nicht steinigen. Aber das ist etwas, was ich mir viel hochwertiger vorgestellt habe. So. Ich habe noch zwei Produkte und zwar einmal Alverde in allgemein. Ich werde mir nichts von Alverde 2020 selber zulegen. Ich hoffe, meine Mädels, wenn ich mal wieder trashen sollte, legen mir auch nichts von Alverde zu. Ich mag Alverde nicht. Ich komme nicht mit Alverde klar. Ich habe lieber Terra Naturi oder was gibt's Alterna als Alverde. Ich finde Alverde zum Beispiel der Lip Liner müffelt sogar. Ganz, ganz furchtbares Teil. Uah. Kotzen möchte ich da. Und stellvertretend habe ich Colourpop. Ich habe viele Colourpop-Paletten aussortiert. Das ist hier für mich die perfekte Colourpop-Geschichte.
Das ist auch die Perfektion, oder wie heißt sie? Shalaya und Colourpop, das ist eine Kooperation. Ich muss sagen, ja, das ist wirklich optimal. Hier sind tolle, tolle Farben dabei für ein. Die Waschmaschine. Ganz schnell. Nee, Ja. ich habe sie nicht gemacht. Die Waschmaschine wäscht selber. Nur noch diese Palette, dann bin ich fertig, okay? Diese Palette zum Beispiel, sie hat neutrale Mama, Töne. Nein. ich will das mit der Schiele Was denn? Auto. Diese Palette ist wunderschön. Schaut sie euch an. Wenn ihr sie nirgendwo so bekommt, dann guckt sie in Kleiderkreisel an. Ich liebe die Farben, ich liebe die Duochrom. Ich liebe, dass es auch. Mama, was ist das? Zeig mal. Mach das mal Er zurück. Nein, ich will möchte es. Nein, du brauchst erstmal gar nichts hochmachen. Das ist teuer wie Sau. hoch. Also es Du Pigmentierung stimmt. Die matten Töne sind gigantisch. Also ja, I love it und es bleibt auch in meiner Sammlung. Ich habe Colourpop auch aussortiert, weil ich einfach zu viele habe. Viele, die auch ähnlich sind. Und guckt einfach mal in meinen Sale-Account. Ich verlinke euch beide Accounts mal rein. Und ja, genau, ihr werdet demnächst auch Natascha Denona Paletten dort finden, weil ich einfach mich trennen muss. Ich wünsche euch was. Es gibt demnächst auch ein Pinsel-Favoriten-Video. Das hat sich jeder mal gewünscht. Und ich werde euch meine optimalen Pinsel zeigen für Gesicht und Auge. Bis bald. Tschüss. Tschüss.